Herr Poschner, der TSV 1860 hat Anthony Anand verpflichtet. Was erwarten Sie sich von ihm? Ja, wir erwarten von ihm natürlich, dass er eine weitere defensive Stabilität ins Mittelfeld mit hineinbringt. Er ist ein Spieler mit Erfahrung, der diese auch an die jungen Spieler weitergeben soll. Und er hat eine physische Komponente, die wir in dieser Form so im Mittelfeld noch nicht haben. Das heißt, er ist aggressiv, kurze Bewegungen, dynamische Bewegungen. Und ich glaube, diese Punkte werden der Mannschaft helfen. Wird sich ansonsten noch was im Trainingslager tun? Heißt, kommt noch ein neuer? Das ist nicht ausgeschlossen, wobei wir jetzt schon Dienstagabend haben und am Freitag fliegen wir zurück. Wenn sich was ergibt, dann muss man abwägen, ob das nicht mehr Sinn macht, dass er vielleicht eventuell direkt nach München kommt, anstatt den Umweg über Spanien zu suchen. Aber die Option halten wir uns noch offen. Sie hatten auch mehrere Gespräche mit dem Berater von Rubin Okoti. Gibt es da einen neuen Wasserstand? Na, Wasserstandsmeldungen geben wir nie ab, aber solange die Gespräche andauern und am Laufen sind, ist das zumindest mal kein negatives Zeichen. Schlimm wäre es, wenn die Gespräche abgebrochen wären, was aber nicht der Fall ist. Es gibt einige wechselwillige Spieler wie Yannick Stark, Bobby Wood, Marco Steinhöfer. Gibt es da was Neues? Gut, bei Bobby Wood gibt es Interessenten, wobei die letzte Entscheidung dann natürlich auch bei uns liegt, was oder welche Option wir zustimmen oder nicht. Bei Steini gibt es im Moment noch keinen Interessenten, da gibt es keinen neuen Stand und Yannick Stark. Yannick ist ein vollwertiger Spieler von unserem Kader im Moment und steht bis zum 30.06. unter Vertrag. Also von daher gibt es da auch keinen Gesprächsbedarf von unserer Seite her.